Spotify 22 Bauer bei MySportmeister. Wir möchten euch recht herzlich begrüßen und die erfreuliche Nachricht: Der Tiroler Rodler Wolfgang Kindl hat am Sonntag bei der Olympischen Winterspielen in China im Herreneinsitzer die Silbermedaille und damit das dritte Edelmedaille für Österreich geholt. Der 33-Jährige verteidigte im vierten und letzten Durchgang seinen zweiten Platz hinter Olympiasieger Johannes Ludwig aus Deutschland. Am Ende fehlten Kindl nur 0,16 Sekunden auf Gold. Bronzemedaille holte sich Dominik Fischnaller aus Italien. Der 33-jährige Kindl krönt mit der Glanzleistung auf der rund 1,5 Kilometer langen Strecke seine gute Saison, in der er auch Europameister wurde und im Gesamtklassement auf Platz 2 liegt, ebenfalls hinter Saisondominator Ludwig. Als Vorentscheidung im Kampf um Gold und Silber sollte sich der dritte Lauf erweisen, in dem Ludwig seinen Vorsprung auf Kindl auf 0,113 Sekunden ausbaute. Wolfgang Kindl schaffte in Peking erstmals den Sprung auf das olympische Stockerl. Ja, wir gratulieren Wolfgang Kindl, der zweifache Weltmeister, Europameister und mehrfache Weltcupsieger ist, heute zu seiner Glanzleistung. Diesen Bericht präsentiert euch Hakomode, Held seit 1969. Die Business-, Sport-, Lifestyle-Kleidung für Damen und Herren. Modern, sportlich, bequem. Mit höchstem Anspruch von Hakro wird nachhaltig produziert. Hakro, die Mode.